Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von The Walking Dead Episode 4. Around every corner. Hua. Ja, im letzten Part bin ich ein bisschen action- und quietschig-reich in die Kanalisation abgetaucht und da finden wir uns jetzt auch gleich wieder. Es geht weiter. Lasst mich bloß in Ruhe, ihr Arschgesichter. Hoffentlich ist hier unten nicht auch noch einer. Oder fünf. Oh, ja. Das ist echt eklig. Clementine, can you hear me? If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Ja. Ich habe mich noch beschwert, dass ich den Keller nicht durchsuchen wollte, ne? Und stattdessen muss ich jetzt allein in der Kanalisation rumrennen? Natürlich. Oh. Scheiße. Oh, scheiße. Bill Salad. Okay, falls hier irgendwelche Ninja Turtles anwesend sind, ich möchte bitte raus. Dankeschön. Ich hasse es, wenn die Kamera plötzlich so. Oh mein Gott. Scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich gehe da nicht runter. Ich gehe da nicht runter. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Echt mal. Ich werde da nicht runter. Ich muss da runtergehen. Habe ich recht? Natürlich muss ich da runtergehen. Komm schon, Shira. Wir sind ein Mann. Zumindest in diesem Fall. Wir sind Lee Everett und wir sind mutig. Ich fall gleich auf die Fresse. Ich sehe schon kommen. Den haut's gleich hin und da unten ist irgendwas und das frisst uns. Oh, Scheiße. Oder benutzen wir Kennys Worte mit Fuck. Yeah. Ew, was ist das? Da sind Ratten. Oder? Was ist das? Was ist das? Half-eaten sewer rats. Walkers must be down here too. Ain't touching that. Last thing I need is some god-awful disease. Die haben sie angefressen. Na scheiße, hoch 10, dann sind hier irgendwelche Viecher unten. Oh mein Gott. Ich hab dieses komische Spitzhacken-Ding. Oh. Oh mein Gott. Jeder weiß, wie das in anderen Zombies spielen. Das geht da nicht da so hin, du Arsch. Schups. Oh, eine Waffe habe ich auch noch. Zumindest in der Hose, aber nicht angezeigt. Die zählt wohl nicht, was? Was ist das? Oh nein, ich höre sie stöhnen. It's a drainage pipe. Oh fuck, ich höre sie stöhnen. Oh. Ich will hier nicht lang gehen. Oh mein Gott. Das ist schon gar nicht mit der K. Oh. Could be the way out. There's no way I could take out all of those things by myself. Die fressen da, glaube ich, Chuck. Oh oh. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Die fressen bestimmt Chuck. Das ist bestimmt Chuck. Ich will es gar nicht wissen. Oh mein Gott. Looks like this is where the handle would go, but it's not here. Ja, ganz toll. Wo soll der sein? Verflucht Scheiße. Oh mein Gott. Won't turn anymore in that direction. Kannst du nicht einfach irgendwo hindrehen? Oh.
Uh-oh. Good thing I'm out here and not in there. Seems loose. Huh? Shit. Fuck. Won't go anymore in that direction. Okay, good. Ach so, ich muss die also jetzt hier so rumlocken, okay. Wo komme ich denn hier hin? War ja klar. Locked. Kann ich euch mal sagen, dass ich das jetzt schon hasse? Mit der Kanalisation und so. Und überhaupt, ich stehe da gar nicht drauf. Ja, ja. Also in die andere Richtung, Mr. Everett. Ich sehe mich schon wieder gefressen werden. Here they come. Können wir bitte wegrennen? Geh rein da, du blöder Arsch! Ich sehe mich schon sterben. Ich sehe mich sterben. Oder auch nicht. Oh nein, da ist noch einer. Oh nein. Oh nein. He must have tried to hide out down here. Poor bastard. Fuck. No bullets. He must have saved the last one for himself. You deserve better, old man. Chuck, es tut mir so leid. Wieso muss ich immer recht haben mit den Dingen, wo ich mir denke, das ist so eklig? Hack ihr innen? Oh! Ich hab nichts gemacht. God damn it, nochmal! Jesus. Ich krieg hier noch einen Herzinfarkt. Was ist das? It's just a sign. No. Was? Damn it. Ah, ja. Wo hat... Nach was hat die da geguckt? Those bars are way too solid. I'm not gonna be able to pry these bars with this. Looks like somebody saw the damn thing off. No way I could pick that up on my own. Ach, jetzt auf einmal. Letztes Mal hast du dir so ein Riesending wie diesen Brenner in deine Hosentasche gesteckt. Und jetzt kannst du die Leiter nicht aufheben, Lee? Scheiße. Das funktioniert bestimmt nicht. What the hell? Das heißt, what the fuck? Ich meine natürlich, ja genau, what the hell? Ah.
Ich werde da nicht hineingehen. Kann man die Tür öffnen? Nein. Locked. Fucking perfect. Warum auch nicht? Shit, it broke off. Nein, ich nee. Oh. Yay, ich gehe ohne eine Patrone in der Waffe durch diesen Scheiß-Tunnel. Natürlich. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Ich werde hier gleich erschossen. Must have been one of those old nuclear fallout shelters. Oh, oh. Hier oben? Wonder if someone's living now. Anscheinend. Und wir haben gerade seine Wohnungstür aufgebrochen. Enough to keep people alive for months. Ja, warum nehmen wir nicht gleich was mit, Lee? Natürlich nehmen wir nichts mit, weil wir sind Lee Everett, Mister, ich loote nie irgendwas. Oh, scheiße. Ey, ich hab so einen Spitzhacken. Hallo! Ich bin... It's all right. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave. Das sind die alten Leute, die sie umbringen wollten. Unter anderem, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here. Are you from Crawford? They don't lie to me. I know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. Das ist die Wahrheit. I have a brother in Macon. You were there. How was it? As bad as here. Voll für'n Arsch. I'm sorry. You can't trust him, Vernon. You can't let he him. He can't trust me because me I'm shoot black. Him in the head. Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford. Ich bin nicht von Crawford, du blöde Kuh. Vernon, what do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? Damn it. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. Look, you don't want to do this. Let's talk, okay? What's to talk about? You won't even tell us who you are. My name is Lee. I'm a history professor. And I don't want to die today. And I don't think you want to kill me either. Don't. Don't come any closer, or I'll shoot. Come on. Let's just talk about this. Vernon, what are you doing? Shoot him! Nobody needs to get shot. Just take it easy. Ich soll ihm die Waffe wegboxen. I told you he's lying. He is one of them. Kill him before... Oh, Headshot. Woo! Bleh. Okay, das war schon mal... Ich wollte ihm nicht in die Waffe fassen, weil ich dachte, dann erschießt er mich. Und jetzt, weil ich ihm nicht in die Waffe gefasst hat, hat er mich erschossen. Wollen die mich verarschen? Hello, Part 2. Ich bin der, den du schon vorher erschossen hast. It's all right. It's okay. I don't want Kannst du mal bitte die Waffe runternehmen, Monsieur? Das ist nicht sexy. You know what I mean? You do well to turn around and leave. Right now. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. Yeah, I'm only a sweet guy. If he goes back there, you know what I mean? We're down here. Are you Nein, from ich bin nicht von Crawford. You don't lie to me. I know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I'm not from around here. I'm from Athens. Cool. Grew up in Macon. I have a brother in Macon. You were there? Das sieht echt scheiße aus. Und wenn ich deinen Bruder gesehen hätte, wüsste ich nicht, dass ich ihn gesehen habe, weil ich... I'm sorry. Du weißt schon. You can't trust him, Bernie. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Hey, du blöde Kuh! Mir schießt keiner in mein Head. Ich bin nämlich nicht böse. You know what I mean? They'll do if they find out we're down here, right under their feet. Damn it. You're right. Ich bin nicht von Crawford. Verfluchte Kacke nochmal. I'm not from Crawford. But I saw what they did up there. It made me sick. I'm not like them, and I don't think you are either. I think you're a good man. Nimm jetzt einfach mal die Waffe weg. Keep back, or I swear I'll shoot. It's all right. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Er hat mich nicht erschossen. Vernon! Was denn? Ich will ihm doch nichts Relax. Tun, du blöde Kuh. I'm not here to hurt you. You're really not Nein, from Crawford? Hab ich doch gesagt. No, I'm really not. Well, we are, or were.
We got out of there when they started sealing up the place, you know, started weeding out the sick and the old so the perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability oh my God, in their little master Arschlöcher. Race. You don't look that old, so you're sick? We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them. Was für krankes Pack ist das denn, bitte? This basement's been abandoned. Wir sind ja noch kranker wie die Menschenfresser. Oh. Yeah, irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? A few of us got boxed in by walkers up on the street. Came down here trying to get away. Now I just want to get out of here and get back to my own people. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Those sewers are like a damn maze. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care. And I'm the only doctor. Oh, ich bin auch ein Arzt. Der komische Pigmentshow hat nämlich sein Bein verletzt. Look, sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? No. She lost her real parents. I'm doing what I can. You're not seriously considering going with him. It's all right, Bree. I had a daughter, too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. We need you here. Don't worry. I'll be back before you know it. Oh nein, ich will keine Verantwortung für alte Männer übernehmen. Ich bin voll schlecht darin. Also nicht im alte Männer Verantwortung übernehmen. Ich meine jetzt allgemein. Die werden wieder alle erschossen und ich bin schuld und dann. Ah, so. Und das ist der einzige Arzt und die brauchen ihn viel nötiger als ich und ich bin jetzt der Arsch, der hier wieder... Oh Mann, ich fühle mich schlecht. Bleiben Sie einfach hier, OP. Das ist schon okay. Ich schaffe das schon irgendwie und werde nebenbei gefressen, aber... Oder krieg einen Headshot. Ich habe so die Befürchtung, dass... Clementine? Clem? Ich habe so die Befürchtung, die haben, dass die da irgendwas geschnappt haben. Molly? Wo ist Clementine, du Mistkuh? Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? Where's Clementine? Where's Clementine? She's around here somewhere. Relax. I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. Wieso glaube ich dir nicht? I think you have something that belongs to me. Ja, damit habe ich ein paar Hirne eingequetscht. Da klebt noch was dran für dich, blöde Kuh. Der Typ auf dem Sofa bräuchte vielleicht deine Hilfe, Doktor. Lee, thank God you're back. Krista, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? You have to help us. Please. I'll see what I can do. Take me to him. Der wird bestimmt zum Zombie und frisst dann den alten Mann. Lass mich ja nicht recht haben. Ich dreh am Rad. Oh, der sieht schon echt übel aus. Omid, honey. You're gonna be all right. Lee brought a doctor. Der ist schon tot, oder? All right, let's take a look at him. Und er lebt noch. I work better without an audience. I'm sure you have more things of your own to attend. Seien Sie bloß vorsichtig und lassen Sie sich nicht fressen, Doc. Immerhin brauchen diese Rentner sie noch. Clementine. Clementine? Clementine! Die kommt sonst immer, wenn ich sie rufe. Was ist hier verfickt nochmal los? Clementine, you in here? Irgendwas stimmt hier nicht. Diese kleine verlogene Kuh hat bestimmt die zu diesen Arschköpfen gebracht, die die Kinder opfern wollen, aber dann. Clem, you in here? Racht's aber gewaltig. Was ist das? Clementines Bild?
Clem's drawings. But where is she? Was mit Clementine passiert ist und ob wir sie finden und wie es noch weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao!